sind der Stefan und Manuela. Und hier hinten dran ist unser Frosch, ein umgebautes Feuerwehrfahrzeug. Und mit dem gehen wir gleich auf Weltreise. Über 20 Jahre sind wir gemeinsam unterwegs. Und bis jetzt klappt es gut. Das ist ein Mercedes-Benz 917. Das heisst, er hat 170 PS, ist 6,5 Meter lang. Also das ist ein bisschen kürzer als die normalen Wohnmobile. Die sind normal 7 Meter. Dafür ist er etwas höher. Er ist etwa 3,60 Meter hoch und 2,45 Meter breit. Hallo, kommt doch gerade rein. Wir zeigen euch gerne unseren Frosch. Was mir auch wichtig war, dass vom Interieur her, dass mir das gefällt, dass es freundlich ist, dass es hell ist, modern. Wenig Holz, was auch etwas war, was mir wichtig war. Und alles eingerichtet, nichts, was man umbauen muss. So unsere kleine Wohnung auf 11 Quadratmeter. Mir ist so ein bisschen halt die Autarkie, die wir mit dem Fahrzeug haben, wichtig gewesen, ja, dass wir gaslos sind, dass wir kein Gas an Bord haben. Wir machen alles mit Solar und mit der entsprechenden Batterie. Das ist unsere Küche. Wir haben hier zwei Induktionsherdplatten, die über Strom betrieben werden, von unseren Solarpanels auf dem Dach. Alle Schubladen auch so verschliessbar, dass wir auch mal ein bisschen über eine steilere oder Offroad-Strecke gehen können. Es hängt schön ein. Und hier unter dem Sitzbank haben wir 200 Liter Frischwasser, das wir mitnehmen können. Hinter dem Stefan sieht man die ganze Bedienung, das ganze Bedienelement. Über das Steuerpanel steuern wir auch die ganze Stromversorgung vom Innenraum. Bei unseren Lämpchen im Frosch ist noch speziell, dass man sie dimmen kann oder auch einzeln an- und abschalten, je nachdem, was man gerade braucht. Klar, du bist Gesprächsthema Nummer eins, wenn du irgendwo auf einem Platz fährst, wenn alle schauen und du kommst mit den Leuten ins Gespräch, aber eigentlich immer sehr positiv. Also ich glaube, die erste Hauptfrage, wie viel verbraucht er? Das ist das Erste. Im Schnitt, ohne Geländeeinsatz, ca. 20 Liter. Und was er gekostet hat, das ist ein Geheimnis, das wir für uns behalten. Das ist unser Bad. Natürlich gesichert, dass die Türen nicht aufkommen. Klein, aber fein. Das WC und die Dusche in einem innen. Wir haben hier das auch kleinste Brunnen, das es gibt auf der Welt, aber richtige Armaturen, so wie man sie von den Heimen kennt. Genug hoch, passt alles zum Duschen. Und selbstverständlich noch zum Zumachen, damit man hier für sich ist. Hier ist unser Bett, 1,50 m breit, lenkt für uns mit einem wunderschönen Dachfenster. Auch mal, wenn man verwacht ist am Morgen, Fenster auf, mal rausgüchseln, wo man geschlafen hat, wo man hier gelandet ist. Wo man den Sternenhimmel und den Mond kann betrachten bei klarem Himmel. Hinter diesem Türchen ist ein besonderes Highlight, und zwar unser Durchgang ins Fahrerhaus. Falls mal schlecht Wetter ist oder sonst irgendetwas, können wir hier auftun, die Abdeckung wegnehmen, durchkrabbeln und schon sind wir wieder on the road am Steuer. Also das Feuerwehrfahrzeug hat seine Dienstzeit in Oberdiessbach geleistet. Das ist oberhalb von Thun. Davor sieht man jetzt noch ein bisschen die Vergangenheit von unserem Fahrzeug. Wir haben unter anderem so original Fahrtenbüchlein. Da sind also wirklich noch alle Fahrten eingetragen, die der Frosch in seiner Dienstzeit gemacht hat. Und der letzte Eintrag ist dann datiert auf 20.12.2016 mit 8.427 km. Also uns hat von Anfang an, als wir das erste Mal gesehen haben, haben wir uns eigentlich wie verliebt auch in die Farbe und ins Fahrzeug selber. Wir sagen einen Frosch. Hier vorne im Fahrerhaus ist auch immer unser Fröschli, unser Maskottchen, das wir von meiner Mami bekommen haben, das auf uns aufpasst. Er wirkt zwar grün, wenn man aber etwas genauer hinschaut, sieht man noch einiges rot. Hier vorne sieht man natürlich auch noch ein bisschen, von wo er herkommt. Das alte Feuerwehr, rot kommt da vorne. Und hier ist noch das alte Martinshorn, das aber natürlich nicht mehr funktionstüchtig ist, sondern nur noch eine hübsche Beilage. Und hier sehen wir einen von den 300 Liter Dieseltanks. Wir haben zwei davon, gesamthaft 600 Liter. Und mit denen kommen wir ca. 3000 km. Und ein spezielles Highlight, das wir hier haben, ist eine Aussenküche. Das war mir besonders wichtig, da ich sehr gerne koche. Und mit dem direkten Wasseranschluss
und man hier abwaschen. Und hier hinten haben wir noch unseren grossen Stauraum, unsere Garage, wo im Moment das Reserverad drin ist und unsere Campingutensilien, aber wo man auch mal einen TÜV sogar versorgen könnte. So, das war es mit der Tour durch unseren Frosch. Wir wünschen euch alles Gute, bis bald, ciao!